Noch mal ganz kurz Pinkelpause, Chat. Bin gleich wieder da. So eine schöne Musik. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Die lange. Erzähl mir die ganze Geschichte. Boah, sleazy noch hier mit einer... Ich hatte einen Freund. Sein Name war Naschi-Bombe. Du hattest deinen Danke für die Freund. 20 verschenken. Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, Dankeschön. Kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Das war ja gut synchronisiert, Kapi. Weil wir sonst ärgerlich werden. Weil wir dich freundlich darum bitten. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ob das Koks ist? Nein, Fistech. Das ist quasi das Koks in dem Spiel. Also ja, ist Koks. Nur heißt es in dem Spiel halt anders. Glaube ich, zumindest. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben.
freue mich so auf die Party, soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faro, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spatz auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt mit Fußbus nach Hause, zufrieden? Meinst du Flixbus? Sie weiß nichts. Fußbus wir kenn müssen ich nicht. Mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Fußbus gleich zu Fuß. Hä? Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienna! Zum Teufel, was ist los? Sie sind hinter mir her, Waren. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Messer teert. Scheiße. Hast du genug? Warum lag da ein Kopf gerade? Habt ihr das gesehen, Chat? Da lag ein Kopf auf dem... Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Der blöde Mächtige an Kaiser aus Nilfgaard kann nicht mal sonst wo. Willkommen bei... Wie man... Was gibt... Die scheint das immer auf Lager zu haben. Bis bald. Sogar eine Tatortreinigung da. Wo hat er gesagt, wartet er, Chat? Mal schauen, ob er wegreist.
Nee, er bleibt da stehen. Und man kann nicht mit ihm reden. Geralt? Schade, Chat. Man muss tatsächlich erst nach Skellige reisen. Schade. Schade, schade. Ich hätte jetzt so Bock gehabt, so mit ihm noch eine Runde Gwen zu spielen. Da muss ich die Tavernenwirte nochmal wegstompen. Willkommen bei zu... wie man so sagt. Oh, ich hätte so gern noch seine Karte gewonnen. Chatterino. Wind genauer gesagt. Hansen, ja, Schicksalsschläge passieren, ne? Manchmal in der Familie, manchmal im Freundeskreis. Ist leider so. Kopf hoch, mein Großer. Also dieses Deck ist ja wohl eine Frechheit. Hätte ich da noch mehr Spione? Noch diesen Elite-Spion. Dass ich mindestens drei im Deck hab. Ja, ich habe das Standalone-Gwent gespielt und sogar auf Platin gemacht auf der Konsole. Sehr geiles Game. Hat Ultra-Laune gemacht. Bumm. Dame. Die Cam mal rausgezoomt, weil ein paar das gestört hat, dass ich manchmal nur so halb in der Cam bin. Aber Bruder, ich bin kein Eagle. Man muss mich nicht in voller Pracht sehen, Digga. Das interessiert keine Sau. Wirklich, Bruder, das interessiert einfach niemanden. Ich habe jetzt die Cam mal mehr rausgezoomt, dass wenn ich richtig im Stuhl rumlümmel, dass man mich trotzdem gut sieht. Dann bist du hoffentlich happy. Was eine freche Hand. Also eine 10er Heldenkarte, die wiederbeleben kann, ist ja auch wirklich eine absolute Frechheit, oder nicht? Eine absolute Frechheit, die Karte. Ja, genau. Mach mal deinen Boom hier. Guck mal, wie sieht's denn aus? Viel Spaß. Oh, das war ja schlecht. Ich habe die Karte gerade getötet, egal. Was passiert eigentlich, wenn ich die Anführerfähigkeit benutze? Ach ne, geht gar nicht, wenn ich sie nicht mehr im Deck habe. Fliegt hier rum wie die Flieger in der Scheibe. Baumwolle, 7-mal. Na, danke dir. Okay, ich freue mich aber auf die Lambert-Questline, weil da halt dann auch noch eine Karte auf uns wartet. So viele Nebenquests haben wir auch gar nicht mehr auf Tasche.
Einige sind ja DLC. Die können wir dann auch noch zeitnah erledigen. Noch die restlichen Fragezeichen. Und dann sind wir tatsächlich komplett fertig mit der ganzen Map hier, ne? Klar, dauert das noch ein bisschen, aber... Ja, hier oben sind viele DLC-Fragezeichen. Bis ungefähr hier so, würde ich sagen. Dann die. Ne, das ist ein ganzer Berg, aber das geht eigentlich auch recht schnell. Da haben wir noch ein einzelnes. Da noch ein einzelnes. Und hier noch einen großen Schwung. Und hier noch ein paar. Aber das ist nicht mehr viel. Da wird vielleicht der ein oder andere Duellant noch sein. Vielleicht die ein oder andere Nebenquest. Vielleicht sogar noch ein Auftrag. Mal schauen. 1A. Da haben wir die ganze Map umgedreht. Jeden Stein. Geiler Scheiß. Und Skellige ist auch nochmal Party hart. Und da wird's ordentlich reingegewindet. Ich denke, siehst du das nicht? Ja, ja. Willkommen. Zeig mal, was du anzubieten hast. Unten gegen den Quartiermeister. Meinst du bei dem Nilfgaarder Lager? Das haben wir schon gemacht, wenn du das meinst. Der hat uns eine Schmutzkarte gegeben. Eine schmutzige, ungewaschene Karte. Bam, 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 bam. Bist. Trockenfisch inhalieren. In Skellige Chat wartet halt auch einfach Yen auf uns, ne? Seltsam sieht er aus. Und die Frauen sind fasziniert. Und eine der besten Quests aller Zeiten. Die mit dem Djinn. Oh mein Gott. Da bin ich gespannt. Da werden die Augen machen. Augenmimaugen werdet ihr machen. Ich wiederhole. Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Gibt es hier ein Problem? Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Zwielichtige Typen. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Schweineficker. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr.
Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? An die Quest erinnere ich mich, Chat. Bei der Quest bekommt man Karten oder Lohn. Und man sollte sich dann dazu entscheiden, die Karten zu nehmen. Ob die Trophäen relevant sind, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Ich bin so süchtig nach Gwent. Das macht so Spaß, die zu sammeln. Du weißt nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Auch nein, weil so sie halt eine Trophäe nicht bringen. Ich wette, und die schwerste im Game sie. Sind. Seit neuestem hielt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Die am verpassbarsten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Geiler Name. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Neue Quest, ein gefährliches Spiel. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Okay. Wirklich? Redalie? Billige Huren und verbesserten Hauptsache bezahlen und schlagen. Bam 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 bam. Oh, hier wieder alle Runen in die Kiste. Die Bolzen. Nehme ich nur noch die besten mit. Gott, wie viel das auch alles wert ist, wenn man das verkauft, ne? Müssen wir eigentlich mal alles auf den Kopf hauen. Entweder dieses oder jenes, wie schwarz. Sag mir Ich würde sagen, wir machen jetzt die Rittersporn-Quest und dann die Sultan-Quest. Dann machen wir ein paar Fragezeichen und dann machen wir ein paar Hexeraufträge und dann wieder ein paar Nebenstuff. Und dann wird sich die Map langsam leeren und dann können wir langsam Richtung Skellige gehen. So ist der Plan. Ich würde dir einen Rabatt geben. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wie lange geht der Stream wieder? Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das.
ist halt, weißt du, wenn ich jetzt auf den Tacho schaue und ich sehe, es ist 19 Uhr und ich weiß, ich kann bis früh um 3 rein witchern und ich rechne mir zusammen im Kopf, das sind 8 Stunden witchern. Das ist einfach, das macht mich einfach glücklich, Digga, weißt du, wie ich meine? Das macht mich einfach glücklich. 8 Stunden witchern. Ja. Ja, ich will. Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Ja, Predator hab keins mehr da, leider. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Tatsächlich kann ich an seine Questline gar nicht mehr so erinnern. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. So ungewohnt, jetzt Rittersporn vor uns stehen zu haben. Seine Stimme haben wir ja immer gehört, wenn wir uns reingeladen haben. Aber inzwischen, hier in dem gibt Intro. Es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Der alte Numan hat mir neulich mein Schicksal gelassen. Na gut. Was? Von dem habe ich noch nie was gehört. Was hat er jetzt wieder ausgebetet? Könnt ihr das fassen, Chat, dass wir gestern erst mit dem Storystrang von Novigrad fertig geworden sind? Das ist eigentlich so crazy. Güte, was für eine Miesgeburt. Ich muss kurz gewenden, Chat, ich bin so süchtig. Die besten nicht. Sehr. Ich muss ihn kurz abziehen. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock zu gewenden. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Wir spielen wieder mit Nilfgaard. Nilfgaard meine ich. Ich hab Bock zu gwenden. Da, da. Da, da, da. Da, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh! Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ui! Ha! Spionschlacht. Gib her den Lachs. Hier, gönn dir. Ui! Kannst du das Spiel kurz erklären? Ja, sei besser wie der Gegner. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Oha.
Ah, lol. Nicht schlecht. Ui. So, jetzt passt auf. Ich werde jetzt passen. Der Gegner ist über 25 Punkte hinten. Er ist ja sowieso auch am Verlieren. Deshalb muss er weiterspielen. Er wastet weiter Karten, weil ich möchte, dass unser Spion auf dem Friedhof landet und ich ihn mit Yen oder unserem anderen Wiederbeleber wieder reinholen kann. Und unsere beiden, beziehungsweise unsere drei Zehnerkarten auch auf dem Friedhof landen. Und die können wir dann wieder auch wieder rausholen mit unseren Wiederbelebern. Dadurch kitzeln wir ihnen jetzt viele Karten aus der Hand. Falls er überhaupt noch rankommt, punktemäßig. Hä, ist der Typ drunk? Aha. Ich verliere den Verstand. Das Eiseskälte von ihm war so dämlich, weil er diesen einen Soldaten dreimal hatte. Er hätte so heftig Punkte machen können damit. Brennen im ewigen Feuer. Was ein Idiot. Elend. Und ich bin hungrig. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Spielt man eigentlich gegen KI? Nee. Man loggt sich online ein und spielt gegen echte Menschen. Natürlich spielt man gegen KI. Wie schön, dich zu sehen. Du und Dudu, ihr kennt euch gut? Ja, obwohl er nie viel über sich selbst gesprochen hat. Früher war er wohl ein Kaufmann. Dudu hatte schon immer ein Händchen für den Handel. Aber er war wohl zu aufrichtig, um in Novigrad reich zu werden. Ich habe ihm das auch immer gesagt. Er kann seine Gestalt so oft er will ändern. Aber letztendlich kommt immer seine Anständigkeit durch. Wahrscheinlich konnte er sich darum nie in Rollen wie Meuchelmörder oder Tyrannen zurechtfinden. Aber einen Diener oder den Geist des alten Königs konnte er prima spielen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Unverzichtbar? Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Lass uns leben, ja? Hey, wie sagt man Gold richtig? Baden müssen wir trinken mit der Zunge. Scheiße! Die lernen's aber auch nie. Weil den ihr Anführer ist schon längst tot. Das nerven die eigentlich immer noch rum. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? Immer ein bisschen extra Loot auf Ehre. Ja. Ja. Ausgeburt der Hölle. Schwein. Eins weiß ich sicher. Aus religiösem Fanatismus kann nichts Gutes erwachsen. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen. Und auf jeden Fall das Geld leihen.
Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Das soll der Plan Im sein? Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich... Was ist denn mit dem NPC hinter uns wieder los? Den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Wir stehen hier im Weg und sie kann nicht weiterlaufen. So geil. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Hä? Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Was war denn das für eine Lichtersporn? Für ein Licht auf einmal. Fürwahr! Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. En garde! Rittersporn Level 1. Ich bin getroffen! Ins Haus! Rasch! Da kriegt ihr uns nicht! Ewiges Feuer! Was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Pepo run. Besser ist. Also, was war das für ein fürchterliches Schauspiel? Aber sympathischer One-Hit. Wir können auch nachher den Boxfight nochmal probieren. Überall Finsternis um mich herum. Warum ist der jetzt so tanky? Fragen über Fragen. Sieh an. Hey, du! Noch ein Mutant. Weiß nicht. Major, ein Weiche. Eigentlich auch logisch, ne, dass nachts mehr Betrunkene unterwegs sind in der Stadt. Kein Brot, kein Geld. Arm wie Scheiße. Ah, hör schon auf. Ah, hör schon auf. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Seht ihr, was ich sehe? Hallo. Aus welchem Dorf kommst du? Wie geht's? Diese Narien sind die von der Hure, weil du sie bumsen wolltest? Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Immer ein bisschen extra Cash. Nehme ich gerne. Ach so, ich habe das Questschwert ausgerüstet. Ach so, deshalb mache ich kein Damage mehr. 20 bis 24 Zerschmetterschaden. 10 Kronen wert das Ding immerhin. Wahnsinn. Zehn Kronis, Mimonis. Triff Rittersporn am Morgen. Damit spiele ich jetzt den Rest des Games durch. Kapi. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter.
Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt. Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Fühl dich feierlich. Sie soll entscheiden. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Unsere Leben kreisen jeweils um die Bühne. Und Kabarett ist ja eine Art Theater. Gut, nehmen wir die Theaterdekoration. Ich hoffe sehr, dass ihm das zusagt. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Mein Hübscher. Mods! Den NPC einen Tag raus. Feuer. Warum ich? Musst du doch schaffen, ich gehe davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Ich kann die Visagen nicht mehr sehen. Was? Auf dafür müsstest du eigentlich zahlen. Ich hab dich bei Chapels Verbrennung. Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Ich mach's selber. Jalla. Handeln, Mimandeln. Bis da. So. Oh, das klingt so satisfying. Meine Runen ein, Sockel. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel.
Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Was gefunden? Nicht hier. Ah, der Schlüssel. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden! Polly geht nirgendwo hin! Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall, schätze ich... Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautlenk vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Rubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Wer ist Rautlenk? Nie von ihm gehört? Henry Rautlenk, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautlenk und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Du kommst mir bekannt vor. Einer hat gerade geschrieben, Geralt der Mann für alles. Ja, das stimmt. Aber in dem Spiel macht es tausendmal mehr Bock als in Assassin's Creed Valhalla,
wo Eivor auch ein Allesmacher ist, aber irgendwie ist es da nach 20, 30 Stunden nur noch Resident Sleeper. Mann, oh Mann, was für Kuckerspucker! Mama! Lass mich in Ruhe! Was für Kuckerspucker? Mit dir? Für kein Gold in Novigrad. Was? Das ewige Feuer geht aus. Ich weiß wohl nicht, dass wir 19.000 auf Tasche haben. Mensch, hast du Angst? Da hätten sich ihre Schenke von allein geöffnet, wenn sie den Kontostand gesehen hätte. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mag zuerst. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch, ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Das wirst du bereuen, Mutant. Ihr Schwänze! Erbärmlich. Nicht so clean, aber ja, ausreichend. Hallo? Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine Scheißplakate. Und Rautleck, wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboot. Die letzten Kronen verwecken. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Das beides auch noch tauschen, glaube ich. Din, 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 din. Die Schwalbe oben hin. Und das Essen. Oh, gegrilltes Hühnerbrötchen. Lecker. Schmecker. Gegrilltes Schweinefleisch. Nur die besten Sachen hier für Geralt. Wie weit ist denn das Ziel weg? Den Schrecken erstmal hier. Bisschen Brot. Joinken. Hey! Ärger? Nö. Letzte Möglichkeit. Wir haben davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von mir aus Wegebund Gedächtnisrennen. Deitet, lauft oder fliegt! Jo, ah ne. Ich dachte schon. Einfach fürchterlich. Du lässt dir nichts sagen, nicht wahr, Weißer? Ein Wunder! Ach, hier sind wir.
Seht nur, wie es dahin rast. Du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe in der Krankheit. Aber du knallst doch nicht, oder? Ich habe keine große... Oh, Rennleiter? Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Die Rennen. Erzähl mir mehr darüber. Sie waren der letzte Wunsch von Erasmus Wegelblut. Er hat sein Vermögen beim Spielen gemacht und war stolz darauf bis zum Schluss. Und die Familie hat nichts gegen eine Rennstrecke direkt an ihrem Haus? Das Haus war Erasmus' Vermögen. Die Familie hätte es gar nicht geerbt, wenn sie sich dieser Bedingung nicht unterworfen hätte. Gelten bei diesen Rennen irgendwelche besonderen Regeln? Nein, alles ist so schlicht wie Herr Erasmus selbst. Zwei Reiter starten zugleich und wer die Strecke als erster zurücklegt, hat gewonnen. Easy, ein Huni. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Geralt von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seher muss Holt auf Athos. Athos. Teilnehmer in den Sack. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Plätze! Manchmal trabt ihr erst los, statt zu galoppieren. Also Retalk, die Pferderennen sind natürlich eine kleine nette Abwechslung so, aber ich fand die so unspektakulär, dass sie sie sich auch eigentlich hätten schenken können. Weil da musst du wirklich mit zwei gelähmten Händen spielen, dass du verlierst. Der leckt mich am Arsch. Herhören, herhören. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Wo der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Man kann einfach weiterrennen. Nicht übel, aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Kann man einfach nochmal? Kann man hier unendlich oft reiten oder wie ist das? Ich will noch einmal teilnehmen. Money-Glitch, ja. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Pyrex, danke noch für die... Der Burggraf reitet inkognito. Fünf verschenkten Naschis. Ich muss also um Diskretion bitten. Gönn mal einen Nippi und eine Bombe. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann es gespeichert hat. Ich hätte den besten Sattel drauf machen können. Ich möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Das ist Zeit für eine Veränderung. Scheiße. Schneller. Plätze! Meine Tante sagt, ich rede zu viel. Aus dem Weg, ihr schnatternden Gänse. Einfach ihn blockiert. Nice.
lange Strecke. Herhören, herhören. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Gibt's auch auf Skellige noch Pferderennen? Bravo! Glückwunsch! Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich will es noch einmal versuchen. Weil irgendwann gibt's ja auch eine Trophy. Auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Flug Wegelboot, der junge Vetter des Herrn Albert, auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie, aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister.